Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wenn wir einen Clankrieg hier verlieren bei Free-to-Play, dann wird es unfair, dann wird es sehr, sehr unfair. Und die letzten Clankriege waren fair, weil wir gewonnen haben. Aber der letzte Clankrieg war unfair, ist natürlich doof dahergesagt, aber der letzte war wirklich zu unfair, muss ich hier mal ganz klar sagen. Man ist ja ein bisschen gewohnt, also zumindest wir hier im Clan Free-to-Play sind es eigentlich gewohnt, dass wir vor allen Dingen in der Liga immer höhere Rathäuser angreifen müssen. Und dass es uns jetzt mal wieder im Clankrieg widerfahren, ist ein bisschen doof gewesen, muss ich sagen. Denn wir waren nicht nur unten in der Unterzahl, sondern auch oben. Aber ich glaube, ich habe den Clankrieg hier verdaddelt. Warum, sage ich euch am fast am Ende. Also ich glaube es nur, dass ich ihn verdaddelt habe. Denn wir haben hier unten mit dem Gabriel und mit dem Amenophis zwei Rathäuser, die im unteren Bereich sind, also Rathauslevel 9 und 10. Das wäre nicht so schlimm, wenn es mehr wären. Wenn es etwas mehr wären, also so 2 9er, 3 10er, sage ich mal, dann haben wir auch auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich immer ein ganz gutes Matchmaking, was die Rathäuser angeht. Aber nach wie vor kriegt Supercell das nicht wirklich in den Griff. Und gegen die Türkler hier hatten wir im unteren Bereich erstmal wenig Chancen. Das heißt, ich musste hier unten schon mit dem Toto ran. Das heißt, mit dem Elfer, also 11 auf 11, weil natürlich ein 9 auf 11 bringt jetzt ein oder zwei Sterne. Ein 10 auf 11 in der Regel auch Minimum ein bis zwei Sterne. Und so musste ich leider hier schon mit dem Toti ran. Guckt euch das Base-Design ganz, ganz genau an. Da komme ich nämlich nochmal im Laufe der Folge drauf zurück. Ich hätte hier auch einen Mauerbrecher nun nehmen brauchen, denn ich wollte eigentlich tatsächlich nur den Inferno haben. Da hätte ich mir den zweiten Mauerbrecher auch sparen können. Also ein bisschen Truppenplatz leider verschwendet, aber man wird am Ende oder nach dem Angriff immer schlau. Und die Minen löse ich noch ganz gut aus, obwohl mich auch schon eine erwischt hat. Aber eigentlich eine schöne Base hier, um einen Hybrid zu spielen, also mit King und Queen hier rein. Clanburg eliminiert, da waren jetzt nur, glaube ich, Hexen drin, so wie ich das gesehen habe. Die waren auch nicht immer ganz voll, die Clanburgen. Also da fehlten immer so 1, 2, 3, 4 Truppen. Aber nichtsdestotrotz hat es mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, dass ich nicht auf altbewährtes, sage ich mal, zurückgreife. Aber komme ich gleich noch ein bisschen zu. Wir schauen uns erstmal den Angriff hier ein bisschen an und außen den King relativ schnell genommen, damit meine Meute hier in den Feldern bleibt. Also die konnten ja gut, ich sag mal so, abgeritten werden von den Schweinereitern und natürlich auch schön unterbuddelt werden von den Minern. Und so habe ich jetzt den letzten Loot auch gar nicht mehr da oben der Queen gegönnt. Hätte ich vielleicht doch machen sollen, sondern den Schweinen und den Minern. Denn ich sag ja immer, oder ein dummer Spruch von mir ist auch immer, Schweine in Wut noch schnellerer Tod, weil die einfach noch schneller in den Tod reinreiten, in irgendeine Mine, in irgendeine Falle. Was ich nicht gesehen hatte, dass ich hier unten doch noch ein paar Miner hatte, denn ich hatte hier ein bisschen Sorge um meine Queen, dass die mir hier flöten geht, aber die Heiler bekommen die Queen immer wieder gerade so angeheilt, also das war jetzt nicht deutlich. Nächste Mine da oben und jetzt werden es auch schon fast weniger Heiler, aber sie sind noch alle dran. Nächste Bombe, ja. Und da habe ich schon gedacht, das wird nichts mehr. Aber ich habe noch die Miner. Ihr seht das hier, das sind noch so 4, 5 Stück. Und die gehen hier jetzt rein. Und so schaffen wir die Base hier auf 3 Sterne. Ja, so mussten wir hier dann im Elver-Bereich erstmal ein bisschen ran. Und Tutmosis hier auf den nächsten Elver. Auch mit einem komischen Design. Aber der ist jetzt auch gerade mal so 11. Da muss ich mal so sagen, so wie ich den Magierturm da sehe, der noch im Ausbau ist, hier oben. Und aber der Rest der Base ist schon ziemlich gut ausgebaut. Mal sehen, nimmt auch ein Hybrid. Also im Moment sind wir hier im Clan Free-to-Play, was die Rathaus 11 und 12er angeht, voll im Hybrid-Fieber. Nicht ganz, es gibt jemanden, der spielt auch was anderes, aber auch da komme ich gleich zu. Denn ist auch eine coole Angriffsstrategie, macht sicherlich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ihn mal nicht interviewt, aber wir haben mal darüber gesprochen im Livestream. Und es macht ihm halt unheimlich viel Spaß, so anzugreifen. Aber sehen wir dann. Der Tutmosis hier hat auch Sorge, denn seine Queen verliert hier die Heiler durch die Luftabwehr.
Ein paar sind noch da, aber die sind auch auf der letzten Rille. Und jetzt soll das hier mit Hybrid losgehen, denn die Queen muss er jetzt entweder gleich zünden. Ah, er hat nochmal den Fries genommen für den Single Inferno. Seine Heiler werden auch leider immer wieder ein bisschen weggeschoben, was ein bisschen schade ist, aber die Queen hat in dem Moment, wo die dann gerade auch weg sind, nicht wirklich Beschuss, außer jetzt. Jetzt müssen sie wieder dazu heilen. Schaffen die auch gerade so. Also auch da ist es sehr ärgerlich, wenn die immer wieder weggehauen werden. Queen in der Mitte stirbt, viele, viele fallen. Jetzt kommen auch schon die Hawks. Es sieht erstmal gar nicht so deutlich aus. Aber was man nicht verkennen darf, das waren jetzt auch die aus der Clanburg. Der Hybrid geht hier oben los, beziehungsweise hier unten los auf 8 Uhr. Und da oben waren es nur zur Ablenkung, sage ich mal, dass der Packer damit rauskommt für die gegnerische Queen, denke ich mal. Denn da kann man immer auf jeden Fall ganz dankbar sein, wenn du einen Packer mit im Feld hast und die Queen kommt dir entgegen. Da hat denn eigentlich jede Queen nicht wirklich Chancen. Die machen ja doch schon massiv Schaden. Und so eine Queen hat halt wenig Trefferpunkte. Okay. Jo, das sah noch ganz gut aus hier. Also für uns war es letztendlich ein von oben nach unten gehen, damit wir erstmal die unteren Bases schaffen und dann, um uns so ein bisschen nach oben zu arbeiten. Aber trotzdem fand ich es sehr, sehr unfair. Also wie gesagt, wenn wir dann oben Rathäuser haben, die so ein bisschen über uns sind, dann ist das überhaupt kein Thema. Der Heilkreis erreicht sogar noch ganz leicht die Queen hier. Sehr schön. Hawks sind nämlich jetzt nicht mehr da, aber es sind immer noch da ein paar Miner hier unten. Aber da sind auch nicht mehr so viele. Also auch hier der Angriff jetzt nicht. Hier sind doch noch welche. Ich sehe es gerade, ja, die haben sich auch ein bisschen geteilt. Und die könnten die Kanone auch noch schaffen, denn die war schon angeschlagen. Bauhütte noch. Letzte Falle wurde noch ausgelöst, aber spielt nicht mehr zur Sache. Okay, gehen wir ein bisschen höher, denn wir haben hier auch so den einen oder anderen, den ich noch nicht gesehen habe. Okay, Donnerbengel hat die hier gemacht. Und der Aeson, diese Base hier, also hier geht es schon Rathaus 12 auf Rathaus 12. Aber so weit ist der Aeson auch noch nicht. Und auch hier ein Hybrid. Den habe ich noch nicht gesehen, den Angriff, Leute. Also ich wusste jetzt nicht, dass das auch ein Hybrid wird. Und er geht hier vor mit einem Flamefinger. Okay. Aber hier wird jetzt auch gerade an allen vier Fronten gekämpft. Also wirklich dann nicht ganz. Also auf 3 Uhr ein bisschen was. Auf 12 Uhr ein bisschen was. Und hier unten jetzt gegen die Tesla Farm. Sicherlich Richtung Rathaus gehend. Und der Flamefinger soll da unten sicherlich nur den Inferno mit rausnehmen. Und auch den Bogenschützenturm. Dass die ganze Ecke hier unten frei ist. Mal sehen, was da am Ende noch rauskommt. Denn ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch noch Hawks drin sind, die hier vielleicht am Ende noch mit durch die Base reiten, um hier noch ein bisschen zu unterstützen. Aber erstmal geht hier auf der 9 Uhr Seite der Queen Charge los. Und irgendwo lässt er dann sicherlich auch seinen Hybrid mal raus. Hier unten über die Lager ist natürlich schon sehr pappig, denn die haben auch erstmal ein paar Punkte, die man hier rausballern muss. Ich bin mal wirklich gespannt, und wo er gleich den Hybrid spielt oder vielleicht gegen die Queen. Das kann man auch machen. Da oben ist auch ein Single Inferno. Okay. Ja, dann gehen die aber erst auf die Queen und nicht erst auf den Single. Wenn die da rumtanzt, da oben die Dame. Und ja, der gegnerische King hat da noch nichts zu sagen. Aber hier oben geht doch schon der Hybrid los. Okay. Er hat ihn also doch auf dieser Seite gestartet. Oben noch mit dem Funnel. Mit dem König, dass die in jedem Fall Richtung Mitte gehen, also Richtung Adler. Artillerie auch hier, die Hexen in der Clanburg, giftet er jetzt weg. Jetzt giftet er sie weg im Fries. Hat er sie gegiftet, okay. Und der Single muss jetzt noch fallen, aber die hat doch, er hat Hawks im Flamefinger gehabt, sehe ich jetzt gerade. Er hat Hawks in der Flammenschleuder, so heißt er ja, glaube ich, in Deutsch. Drin gehabt, und die Queen hat sich hier so richtig ihren Weg gebahnt. Allerdings sterben jetzt auch, die Heiler sind noch da. Luftmine hat nicht gereicht und der X-Bogen ist immer noch auf der Queen und nicht auf den Heilern. Aber auch hier seht ihr, die Miner und die Hawks, hat sogar noch zwei Hawks hier am Leben. Schön gemacht hier.
Das war jetzt 6-7, also das war jetzt schon relativ gut auf Augenhöhe, denn der Aeson ist auch noch nicht so lange Rathaus 12, das weiß ich. Das weiß ich. So, hier im oberen Bereich, Aeson Flixi, können wir auch noch reingucken, denn hier wird schon ein bisschen ausgebauter. Also hier haben wir schon Rathaus auf der letzten Ausbaustufe, also ich sage ja immer so 12/5. Mit 5 meine ich dann, dass hier das Rathaus den vollen Gigatesla hat, aber auch hier noch nicht ganz alles fertig gebaut. Ihr seht da oben der Tesla, das war noch ein kleiner Level 1 oder Level 2 Tesla, und hier soll es durchgehen mit mit Elektrodrachen. Okay, mit Elektrodrachen soll es hier durch die Base gehen, schön gesehen, dass hier Multi-Infernos sind. Die sind halt nicht ganz so schlimm für die Elektrodrachen, da können die schon gegen an, aber der Feger, glaube ich, hat am Anfang so ein bisschen weggefegt und dann musst du sehen, dass deine Truppen hier irgendwie doch in die Base reingezogen bekommst. Die Loons hier jetzt ganz, ganz behende hier rausgenommen. Auch hier Giftzauber schön auf die Hexen. Dann haben die nämlich keine Chance, weil die auch wenig Trefferpunkte haben. Die sind quasi fast instant tot oder halt in Spieletod gestorben hier im Giftzauber. Außen jetzt noch zwei Drachen. Innen kein Drachen mehr, okay, das heißt also, er muss die Clanburg noch irgendwie packen, aber die sind eigentlich schön zusammen hier, also eigentlich schön für E-Drachen gemacht, diese Bases hier, weil die Verteidigungsgebäude halt immer ein Feld nach dem nächsten stehen, da ist maximal ein Feld dazwischen frei und das reicht halt nicht, um die hier aufzuhalten, außen schon, das sind aber auch immer noch, beziehungsweise das ist einer, aber die Queen ist noch dabei, kann auch noch gezündet werden, also ich denke mal, auch hier war es dennoch denkbar knapp. Ich bin mal gespannt, wann er sie zieht, weil ja, jetzt muss er sie ziehen. Bombenturm noch, denn die Wardenstatue macht auch schon mit Level 21 ziemlich netten Schaden. Und oh, jetzt stiebt ihm die Queen weg und er hat echt Luck, dass der Drachen hier noch so hart durchkommt, ne? Meine Herren, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber beide Gebäude gehen weg und hier muss jetzt auch nur noch, er fliegt auf den Bogenschützenturm zu und dreht sich dann zum Bombenturm. Das ist eine komische Logik hier manchmal, denn die Entfernung war sicherlich fast gleich. Nicht ganz gleich, aber fast gleich. Da hat er jetzt echt Luck, dass er hier nicht noch irgendwo eine Luftmine ausgelöst hat. Also hier schön gemacht. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Ich meine, wir sind hier nur 12er. Und deswegen müssen wir halt auch im Rathaus 12 Bereich so kämpfen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum unfairen Teil. Also das ist der unfaire Teil, ihr seht schon an der Farbe, denn das ist ein Rathaus 15. Ja, ich meine 13 und 14 lassen wir uns noch gefallen hier oben, aber ein Rathaus 15, Leute, das geht gar nicht. Und es ist nicht nur so ein Rathaus 15, ja. Das ist schon ein Rathaus 15, der hat die Kampftürme, der hat den Monolithen, der hat auch so eine schöne 14er Base, also schön ausgebaut auf, ich denke ja, Full Max 14. Ja, okay, außer Mauern, da hat er ein bisschen gespart, aber dennoch, und auch dem seine Truppen und Helden waren dementsprechend recht hoch hier, ihr seht das. Aber der Nachtschatten hier hat das wirklich cool gelöst. Und Nachtschatten ist ein Blimp-Spieler, also ein Blimp mit Bogenschützen hier auf Rathaus Level 12. Ich würde das auch gerne können, muss ich sagen. Denn das hat er echt cool gemacht hier. Also auch nicht nur dann die Prozente zu nehmen, nachdem das Rathaus hier fällt und auch die Clanburg vor allen Dingen fällt. Das ist sehr, sehr cool. Da waren nur zwei Drachen drin, glaube ich. Der hatte nur eine 40er Clanburg. Also da passten schon 50 rein, glaube ich. Aber er hat halt nur 40 Truppen gekriegt. Und so geht das Rathaus hier schon mal raus. Und jetzt könnte man ja meinen, man holt jetzt die Prozente außenrum irgendwie mit Babydrachen oder was auch immer, mit Schleichkobolden oder sonstigem. Nee, er geht hier tatsächlich nach wie vor sein Angriffsstil, will ich mal sagen, einfach weiter. Das heißt also, mit Sui-Helden geht es hier weiter und dann geht der Lalun-Part sicherlich los. Und schön gemacht hier unten, ganz, ganz easy peasy, den Adler rausgenommen. Auch hier Gegenpfanne für die Queen, dass die nochmal zurückläuft und nicht zum Lager läuft. Kanone ist jetzt weg, jetzt geht die Queen auch schön mit rein. Die Adler-Artillerie fällt jetzt auch, also echt cool gemacht. Hier muss ich
wirklich mal sagen. Und ich würde das auch gern können im Rathaus 12 Bereich, aber wie gesagt, wir haben schon mal darüber gesprochen und er ist halt der Meinung, das macht ihm am meisten Spaß. Und wie man vor allen Dingen sieht, macht es dann auch richtig, ich will nicht sagen richtig Schaden, aber richtig Prozente, 30% haben wir jetzt schon. Und die gehen ja jetzt erstmal nur auf die Verteidigung, die Balance. Er musste jetzt hier gegen den Feger, also egal von welcher Seite er jetzt gekommen wäre, gegen den Monolithen wäre ich jetzt auch nicht angestunken. Also da hätte ich jetzt auch gesagt, nee, die Prozente hole ich mir da unten am Monolithen nicht und an dem Kampfturm, sondern... Ja, da hat der Monolith jetzt mal gerade 2,5 Mal geschossen, glaube ich, auf den Lava-Hund. Und dann war der weg, sondern er holt sich hier die Prozente etwas anders, 49, 50. Und dann werden es ja noch so ein bisschen, so bis 55, glaube ich, ne, mehr. Wer wären es? 57, 58, 59. Kriegt er die 60% noch, müssten eigentlich drin sein, oder? Ah ne, schafft er nicht mehr. Da unten ist noch eine Luftabwehr. Hier ist auch noch ein Bogenschützenturm. Also in jedem Fall alles gegeben. Schön gemacht hier. Und jetzt zeige ich euch auch, warum ich glaube, dass ich diesen Clankrieg hier verdattelt habe. Deswegen komme ich jetzt nochmal auf die unterste Base zurück. Vom Design her. Denn ich habe hier, glaube ich, den hier. Ja, mit dem Becken-Sheriff, Leute. Da habe ich mich... Ja, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich und weiche von der Strategie ab? Ich weiß es nicht. Ich bin abgewichen. Ihr seht, das ist die gleiche Base, die ich mit dem Toto gemacht habe. Natürlich ein bisschen besser ausgebaut. Aber der Becken-Sheriff ist auch in Rathaus 12. Hat auch schon ganz nette Helden. Und nein, ich nehme hier die ollen Drachen und kriege hier nichts gebacken. Ne? Nehme da unten noch den Feger raus, dass der mich nicht stört hier. Und komme dann rein in die Base hier. Ja, was soll ich sagen? Selbst schuld, Toto. Ja, ich weiß. Selber schuld, Gift hier irgendwie verpeilt zu nehmen. Ihr seht das, den habe ich immer noch da unten drin. Hätte man ja auch auf die Hexen spielen können. Ne? Der Adler lebt viel zu lange. Und jetzt brauchen die Drachen hier auch viel zu lange für die kleinen Hexen. Fliegen jetzt erst wieder rein. Ach, das war doof gelaufen. Muss ich echt sagen. Scheiße. Ärgert mich. Das ärgert mich, dass ich von dem Plan abgewichen bin, denn so hätten wir zumindest 27-27 rauskitzeln können und mit den Prozenten, ja, vielleicht oben dann noch so 1-2% mehr. Also wie gesagt, mich hat es wirklich geärgert, dass ich mich dazu verleiten lassen habe, hier mit Elektrodrachen anzugreifen, wo ich die Base ja eigentlich schon mit Hox gelegt habe. Ja, wo ich die Base eigentlich schon mit Hox gelegt habe. Das ärgert mich wirklich. Denn so haben wir 26-27 jetzt verloren. Okay, 7% wäre natürlich auch noch heftig gewesen, denn die haben natürlich hier oben, die Nummer 1 hat uns natürlich hier oben, ja, ganz klar auseinandergenommen. Herbert Habich hat den Clan vorzeitig fluchtartig verlassen, hat wahrscheinlich den Braten gerochen hier und hat sich gedacht, nee, da oben, das ist mir alles ein bisschen zu heavy. Egal. Leider 26-27 verloren und ihr seht das aber auch hier, wir verlieren nicht gern. Ne. Wir verlieren nicht gerne. My Clan, Warlock, da ist es das Classic Warlock. Wir verlieren hier nicht gerne im Clan Free to Play. Und wenn wir verlieren, dann war es unfair. Nein, stimmt natürlich nicht. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also hier mal ein bisschen was Unfaires. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie unfair das wieder bei euch war. Ich weiß, das ist leider so hier in Clash of Clans. Da müssen wir, glaube ich, nach wie vor lange, lange mit leben, bis Supercell es mal wirklich irgendwie programmiert bekommt, dass man hier, sag ich mal, ein recht nahes Matchmaking hat. Ich will gar nicht sagen faires Matchmaking, sondern ein recht nahes Matchmaking. Denn nächste Clankrieg, der ist sehr, sehr fair. Ja, also auch hier sind wir wieder oben 12er, wir sind 2 Elfer. Und mit Robin, den habe ich jetzt mal mitgenommen, ist hier unten geraschter 12er. Und dann haben wir hier 2 Zehner und ein 9er. Das hat der Gegner hier auch, ein 9er, 2 Zehner. 1, 2, 3 Elfer und ein paar Zwölfer. Also von daher, so sehe ich das eigentlich als coolen Clankrieg hier an, wo die Rathäuser schon von Haus aus gegenüber, sage ich mal, die gleichen sind. Ob sie dann besser sind oder schlechter sind, sei mal dahingestellt. Aber ich meine, so hast du hier oben jetzt noch nicht mal ein 13er. Wir sind hier oben wirklich 12er. Ja, unter uns. So will ich mal sagen. Wir sind unter uns und haben da nicht so ein 15er. Hallo? Mann. Naja. Egal, ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto. Clasht.